Apple hat seine neue Spieleplattform vorgestellt. No Man's Sky bekommt einen vollwertigen VR-Modus und Bethesda kehrt zu Steam zurück. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Die Zukunft des Gamings neu definiert. Mit einem Laptop mit Intel-Core-Prozessoren, der so leistungsstark und upgradefähig ist wie weltweit kein anderer. Der Area 51M. Nach Google hat jetzt auch Apple seine Spielestrategie für die Zukunft vorgestellt und die fußt auf der neuen Apple Arcade. Das ist eine Spieleplattform, die in den App Store integriert wird und da gibt's dann am ehesten vergleichbar mit dem Xbox Game Pass für eine monatliche Gebühr zum Start 100 neue und exklusive Spiele zum Download. Das heißt, das Ganze ist kein Streaming-Service, sondern man lädt die Spiele runter und kann die dann auch bei nicht aktiver Internetverbindung spielen. Diese 100 neuen und exklusiven Spiele zum Start definiert Apple so, dass mit exklusiv, mobile exklusiv und nicht bei anderen Abo-Services erhältlich meint. Das heißt auch Spiele wie zum Beispiel The Pathless, die gibt es dann durchaus auch außerhalb der Apple Arcade. Die Spiele, die in der Apple Arcade sind, sind von Apple handverlesen und auch mitfinanziert. Zudem will Apple auch den Entwicklern bei der Entwicklung für ihre Apple-Plattformen helfen. Da sind einige namhafte Studios mit dabei, unter anderem Annapurna Interactive, Cartoon Network, Konami, Sega, Lego, auch der Final Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi, Ken Wong und auch Will Wright. Die ersten angekündigten Spiele für die Apple Arcade sind Hot Lava, Where Cards Fall, The Pathless, Sonic Racing, Lego Brawls, Oceanhorn 2, Protection First Light, Enter the Construct und die Adventure-Fortsetzung Beyond a Steel Sky von Revolution Software. Einen monatlichen Preis für die Apple Arcade hat Apple noch nicht genannt. Der ganze Service soll aber im Jahr 2019 im Herbst für iOS, macOS und tvOS starten. No Man's Sky bekommt mit seinem Beyond-Update einen vollwertigen Virtual-Reality-Modus. Das hat der Entwickler Hello Games im Rahmen des ersten PlayStation State of Play-Streams angekündigt. Und zwar nicht nur für PlayStation VR, sondern auch für die PC-Version über Steam VR. Hello Games sagt, das ist keine abgespeckte Spielerei, sondern wirklich der komplette Funktionsumfang von No Man's Sky, nur jetzt eben in Virtual-Reality und das alles kostenlos mit dem Beyond-Update. In diesem Beyond-Update soll dann auch der Multiplayer-Modus grobflächig umgearbeitet werden zu No Man's Sky Online. Dieses Update soll im Sommer erscheinen und komplett kostenlos sein. Dedelic, das Entwicklerstudio hinter Adventure-Hits wie Edna bricht aus oder der Deponia-Reihe, hat ein neues Spiel angekündigt und das hat die offizielle Herr-der-Ringe-Lizenz, der Herr-der-Ringe Gollum. Da spielt man dann in der Unreal Engine in einem Action-Adventure den Niedergang von Smeargol nach. Das Ganze soll auf den Büchern basieren, hat also einen etwas anderen Look, als man den aus den Peter Jackson-Filmen gewohnt ist. Das Ganze wird auch noch eine Weile dauern, denn Gollum soll erst 2021 für PC und alle dann verfügbaren Konsolen erscheinen, das heißt vermutlich auch schon die nächste Konsolengeneration, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Gollum soll übrigens nur das erste einer ganzen Reihe von Herr-der-Ringe-Spiele sein, die Dedelic machen will. Weitere Details dazu sind aber noch nicht bekannt. Der Publisher Bethesda scheint bis auf weiteres seine Bethesda-Launcher-Exklusivität für PC-Spiele zu kippen. Auf Twitter kündigt man nämlich an, dass alle großen künftigen Bethesda-Releases neben dem Bethesda-Launcher auch auf Steam verfügbar sind, namentlich Raid 2, Doom Eternal, Wolfenstein Youngblood und Wolfenstein Cyberpilot und auch das bereits erschienene Fallout 76 soll irgendwann später in diesem Jahr noch nachträglich auf Steam veröffentlicht werden. Zu den Gründen steht da erstmal nichts, naheliegend ist aber natürlich, dass die Steam-Plattform eine deutlich größere Reichweite hat als der Bethesda-Launcher. It's do or die, sis. Just like Papa taught us. Samurai Showdown ist zurück, denn zur PAX East hat man jetzt die Fortsetzung des SNK Fighting Games angekündigt mit dem schlichten Titel Samurai Showdown. Das sieht vom Look her so ähnlich aus wie die modernen Street Fighter Spiele mit ihrem Comic-Look und soll zum Start 16 Kämpfer bieten, darunter 13 altbekannte Lieblinge, die zurückkehren und 3 komplett neue Figuren. Samurai Showdown soll für Xbox One und PlayStation 4 schon im Juni erscheinen, später im Jahr wird es dann noch eine Switch-Version geben. Das war's mit den News für heute. Die nächste Folge gibt's morgen. Bis dahin, weiterspielen.